Seit vor 10 Jahren die ersten nassschimmernden und glänzenden Bedienelemente in Benutzeroberflächen von Betriebssystemen auftauchten, kennt die Gestaltung kein Halten mehr. Bis heute wird diese Anmutung bei Illustratoren und Designern nachgefragt. Auch bei Logos. Im vorliegenden Fall soll zum Beispiel ein Logo im Glossy Design erstellt werden. Ich erstelle einige einfache Formen mit dem Ellipse-Werkzeug. Bei diesem Kreis halte ich dazu die Umschalttaste und die Alt-Taste gedrückt, um einen exakten Kreis von der Mitte her aufzuziehen. Und möchte nun den vorderen Kreis vom hinteren Kreis abziehen. Ich ziehe noch ein wenig größer. Und wähle beide an. Das könnte ich über die Pathfinder-Palette machen. Oder über die manuelle Variante der Pathfinder-Palette, das Formerstellungswerkzeug. Zum Abziehen von Elementen, ich wähle beide zunächst an, muss die Alt-Taste gedrückt werden. Ich ziehe einfach durch die Flächen, die entfernt werden sollen, und das eine Objekt ist vom anderen abgezogen. Der nächste Schritt besteht zunächst darin, dem Objekt eine Farbe zu geben. Es soll sich um eine schöne, blau schimmernde Kugel handeln. Die Kontur entferne ich an dieser Stelle. In einem weiteren Schritt wird, ausgehend vom Mittelpunkt, ein weiterer Kreis aufgezogen und mit einem Verlauf versehen. Ich hätte gern einen Verlauf von weiß deckend nach weiß transparent. Also aktiviere ich zuerst mit einem Klick den ersten weißen Marker, halte die Alt-Taste gedrückt und dupliziere diesen Marker. Den zweiten ziehe ich einfach aus der Leiste heraus. Er wird entfernt. Den neu erstellten Marker setze ich nun auf transparent, also auf eine Deckkraft von 0. Und drehe das Ganze um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, in diesem Fall minus 90 Grad. Kurz begutachten. Mit ein wenig Fantasie kann man den Glanzeffekt schon ganz gut erahnen. Mit dem Direktauswahlwerkzeug wird die Form nun ein wenig angepasst. Und auch der Verlauf noch ein wenig an die neue Form eingestellt. So. An dieser Stelle könnte man noch eine Schattenfläche zunächst benötigen. Das heißt, mit gleichzeitig gedrückter Alt-Taste wird das Objekt verschoben und damit kopiert. Ich drücke die Shift-Taste, also die Umschalttaste, drehe das Objekt in 45-Grad-Schritten und positioniere es hier unten. Mache das Ganze ein wenig kleiner. Shift und Alt gedrückt halten, um die Proportionen nicht zu verzerren. Und jetzt nur noch die Alt-Taste, um eine Skalierung vom Mittelpunkt in beide Richtungen durchzuführen. Der Verlauf bekommt hier eine neue Farbe. Ein Blauton. Dieser Marker wird entfernt. Aber erst, wenn ich einen zweiten Marker erstellt habe, ansonsten kann kein Verlauf existieren. Marker entfernen, zweiter Marker. Und hier wieder die Farbwerte aufrufen. Und das Ganze etwas dunkler setzen. Den Verlauf auf minus 90 Grad.
und den ersten Wert, nicht die Position, sondern die Deckkraft, auch hier auf 0% setzen. Was ich hier zeige, ist eine Möglichkeit. Es gibt hunderte Möglichkeiten, nass glänzende Kugeln zu erstellen. Aber damit kommt man zu einem recht guten Ergebnis. So, noch ein wenig anpassen. Und in dieser schimmernden Kugel noch ein Konterlicht erzeugen, also eine Innenreflexion. Die wird mit einem kreisförmigen Verlauf gemacht. Ich setze einen weiteren Marker, Deckkraft 100%. Entferne diesen, dupliziere den ersten Marker. Mit gedrückter Alt-Taste gehe wieder auf den ersten und setze den auf Weiß. Das Ganze wird nun ein wenig zusammengeschoben. Und hier platziert. Den zweiten Marker setze ich auch auf Transparent. Und wenn der Effekt zu stark ist, kann das Ganze immer noch über die Deckkraft angepasst werden. Man sieht, dass es jetzt schon gar nicht so einfach ist, das Objekt zu greifen. Die Deckkraft ein wenig reduzieren auf 75%. Und das Objekt noch nach Belieben ein wenig anpassen. Wenn es darum geht, Objekte zu greifen, die transparent oder halbtransparent über oder unter anderen Bereichen liegen, empfiehlt es sich, einfach in die Pfadansicht umzuschalten. Und die Objekte zu aktivieren, anzupassen und wieder zurück in die Vorschau zu gehen. Das sieht schon recht gut aus. Was jetzt noch fehlt, sind zwei Glanzpunkte. Nicht, dass sie zwingend nötig wären, aber sieht einfach hübscher aus. Ein wenig die Darstellung vergrößern. Mit gleichzeitig gedrückter Alt-Taste verschieben und kopieren. Und das Ganze wieder in der Verkleinerung begutachten. Gut. Hier soll noch ein plastischer Effekt erzeugt werden. Noch einmal zurück in die Pfadansicht. Wenn Sie sich vollkommen vertan haben, hüten Sie sich vor weiteren Eingaben, sondern drücken ein paar Mal die Undo-Funktion, also die Rückgängig-Funktion, Steuerung Z oder Bearbeiten rückgängig. Okay. Und das Ganze neu. Ich gebe der neu entstandenen Fläche zunächst eine Farbe, die auch ich nicht ohne weiteres übersehen kann. Und passe das Ganze in der Pfadansicht an. Ein wenig vergrößern die Darstellung.
und mit dem Direktauswahlwerkzeug die Punkte wie gewünscht aneinander setzen. Okay. Das Problem, was nun besteht: Der weiße Schimmer im oberen Bereich des Logos lappt hier über. Das war zuvor nicht zu sehen auf der weißen Oberfläche bzw. von dem weißen Hintergrund. Es macht nun aber Sinn, das Ganze zu entfernen. Dazu füge ich mit dem Zeichenstiftwerkzeug oder mit dem Ankerpunkt hinzufügen Werkzeug. Das Zeichenstiftwerkzeug reagiert aber genauso an der Stelle Punkte hinzu, wo das Objekt abgeändert werden soll. Ich wähle diesen Punkt an, halte die Alt-Taste gedrückt, es erscheint ein kleines Plus, und habe nun die Möglichkeit, den Kurvenpunkt in eine andere Richtung zu lenken, ohne dass der korrespondierende Griffpunkt mitschwingt. Erneut anklicken, Alt-Taste drücken, den Griff packen und den Pfad anpassen. Das Ganze wieder in der Vorschau betrachten. Das rote Objekt liegt noch davor und wird nun über Objekt anordnen in den Hintergrund gestellt. Okay, mit Steuerung minus verkleinere ich die Darstellung ein wenig und weise dem Ganzen einen Verlauf zu. Oder zunächst einmal mit der Pipette die Farbe des ersten Kreises. Okay, ich ziehe nun einfach die Flächenfarbe in die Verlaufspalette. Mit Alt-Taste dupliziere ich diesen Marker, entferne diesen und setze den ersten Marker auf Dunkel. Zum Beispiel, indem man in den HSB-Modus wechselt, wo ich direkt die Farbe, die Sättigung und B-Brightness, die Helligkeit, einstellen kann. Das heißt, die Farbe und die Sättigung wird nicht verändert, sondern nur die Helligkeit. Und das Gleiche mache ich hier nur in der anderen Richtung. Ich helle das Ganze auf und nehme zusätzlich die Farbsättigung zurück. Mit dem Verlaufswerkzeug kann der Verlauf nun exakt angepasst werden. Und das Ganze sieht schon sehr glänzend und sehr plastisch aus. Jetzt fehlt noch ein geeigneter Schriftzug. Schön groß, fett und kursiv. Ein sattes Gelb oder Orange als Komplementärfarbe zum Blau. Farben, die sich im Farbkreis gegenüberliegen, wirken immer angenehm und harmonisch. Ein wenig positionieren. Und in den Hintergrund noch eine weitere Fläche legen. Ich wähle das Rechteckwerkzeug. Einen sehr dunklen Rotton, vor dem die Farben hier deutlich stehen, ziehe ein Rechteck auf und verschiebe das ganze Objekt in den Hintergrund. Das Ganze wirkt immer noch etwas plan, also füge ich abschließend noch einen Schatten hinzu. Einfach einen Kreis aufziehen, das Verlaufsbedienfeld. Ein einfacher Verlauf von schwarz nach weiß. Kreisförmig. Den Verlauf umkehren. Hier mit diesem Schalter. Das soll der Schatten sein. Auch hier kann man sagen, mit der Alt-Taste das Schwarz duplizieren. Und den äußeren Rand auf Transparent setzen.
Das Ganze ist angewählt. Die Hintergrundebene wird ebenfalls mit angewählt. Anordnen. Alles zusammen erneut in den Hintergrund. Eventuell über die Transparenzpalette. Das Ganze noch auf Multiplizieren setzen zur Sicherheit. Das heißt, dann sind die Randflächen, die im 4C-Modus nicht sauber dargestellt werden in der Transparenz, definitiv transparent. So. Und fertig ist unser glänzendes Logo.